Ich weiß nicht, soll ich den Kittel, es gibt ein paar verstörte Blicke, vielleicht sollte ich den Kittel ausziehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es braucht ja immer die größtmöglichste Vertrauensbasis zwischen Klient, also Patient und Arzt. Also wenn euch das stört, dann ziehe ich gerne den Kittel aus. Denn als Wiesenwirte, Therapeut, weiß ich das nur allzu gut. Grüß Gott zu dieser Vorglühstunde für die Wiesen, die dazugehören, die obligatorische Wiesen-Bierkrug-Vorstellung. Nein, alle sind anwesend, gell? Die Verantwortungsträger bis hin zu den Freibierlädchen. Ja, ich schaue jetzt niemand an, nein, nein. Das ist halt echt gelebter Wiesenliberalismus. Aber was mich ganz besonders freut, und das kann ich gar nicht sagen, wie, der Anblick der Wiesenwirte in voller Gänze, in absoluter Vollzähligkeit, die Kronjuwelen der bayerischen Gastronomie. Da geht einem das Herz auf. Diese gelebte kollektive Verarmung erleben zu dürfen, so ein schöner Anblick, das ist für mich jetzt persönlich wirklich eine Sternstunde. Ne? Und als Wiesenwirte-Therapeut möchte ich euch helfen, diesen wunderbaren Mangel noch sichtbarer und erlebbarer zu machen. Für die Menschen draußen, eure Gäste und vor allem, liebe Wirtinnen und Wirte, für eure Feinde. Ne? Für den Stadtrat, für die Verwaltung. Ja, in vielerlei Hinsicht. Eben zeigen, dass man als Wiesenwirt nicht zwangsläufig vermögend ist, sondern eher im Gegenteil, unterstützungswürdig. Nein, ich möchte mich jetzt nicht lustig machen über euch. Im Gegenteil, als zertifizierter Wiesenwirte-Therapeut bin ich voll und ganz auf eurer Seite. Denn ich weiß als geborener Oberpfälzer nur zu gut, was Armut heißt. Wir haben ja auch nichts gehabt. Außer Storner, Erdäpfel, Kircher und CSU. Na? Wir haben ja nichts gehabt und ich möchte euch in dieser, die Gunst der Stunde nutzen, um euch im Kampf gegen das Übel, den Neid zu stellen, euch fit zu machen, zu coachen. Nicht in puncto feindliche Übernahme und Geheimverträge und so weiter, das schafft sie alles untereinander selber. Also hauen, stechen, morden, lächeln. Aber ich will euer Bewusstsein schärfen. Ihr seid eine aussterbende Rasse. Die Gattung des Premium-Wirtes, also des Wiesenwirtes, geht es ähnlich der Bienenkönigin zu schützen. Sozusagen wie die Gattung des SPDlers. Ja, liebe in Wiesenbier getränkte, da stellt sich doch auch aktuell die Frage, wen wird die SPD nach Nahles in die Pipeline schieben? Was kann da noch kommen? Vielleicht liegt es dann schon gar nicht mehr. Das SPD-Vorsitz, das Kanzlerkandidat, autonomes Regieren. Die SPD wird von einem Rechner als Vorsitzender geleitet. Das muss jetzt auch nicht schlechter sein als die Nahles. Ne? Und ähnlich der SPD müsst ihr eure Mängel darstellen, inhaltlich und personell. Also das Unbekannte zeigen, beim Vorsitz fängt es an, Peter Inselkammer. Wirklich, und auch beim Christian Schottname. Mein persönlicher Tipp, Not öffentlich und vor allem emotional machen. Nein, nicht mit einer Selfie-Offensive auf Instagram oder Facebook, sondern ernsthaft ein bisschen mitschwimmen, ganz trendig, die Wiesenwirte als inszenierte biologische Klimagastronomie-Fronde. Und ihr zwei im Fairtrade-Bioloden-Anzügerl von Wiesenklimaneutral. War diese Idee. Also keine Bollywood-Dirbo mehr mit Schneewittchenkragen vom Angermeier für Sie, Frau Schörkuber. Nein, stattdessen ein öko-zertifizierter Second-Hand-Waschdirndl, handgestreichelt von der Greta. Und die SUV-Flotte der Familie Reinbold bleibt ebenfalls in der Garage. Gell? Mit einem geleasten E-Roller kommt man doch auch auf die Wiesen. Da muss man jetzt ansetzen, ihr seid doch alle schauspielerisch talentiert. Setzt euch heute auf die Klimawelle und fahrt mit. Therapeutisch ist es sehr zu empfehlen, vor allem auch taktisch den Weg zu bereiten. Denn es braucht ein neues Volksbegehren, um euch den Weg frei zu machen. Rettet die Wiesenwirte. Denn die Spezies des Wirtes ist eine Rare. Des Wiesenwirtes sowieso. Ja, rettet die Wiesenwirte um höchst unnötige und sinnfreie Instrumentarien wie der der Umsatzpacht und ähnlicher Stadtratsbeschlüsse endlich Einhalt zu gebieten. Ihr seid am Zug, jetzt ist eure Zeit, zurückzuschlagen. Zeit, um Ängste und Panikattacken in der Stadtverwaltung zu schüren. Sätze wie, wir sorgen für eure Versetzung in die Registratur, die wirken. Ja? Und im März sind Kommunalwahlen. Verwehrt notfalls den Stadtratskandidaten die mediale Plattform eurer Zeit. Und schon wieder stehen Wahlen vor der Tür, ja? Und schon wieder Plakatständer mit einer Gesichtsverklappung in der Stadt. Ehrlich gesagt, das sind nicht alle, so alle Plakate so unterhaltsam wie die Grafik
auf den neuen Wiesenclub der Stadt München. Rettet die Wiesenwirte, drum einfach mal öffentlich sagen, was ihr denkt. Sagt es einfach einmal. Zum Beispiel, der Stadtrat ist über weite Strecken ein Sammelsurium von irgendwas. Ne? Gemeinhin sollen ja Räte einen sogenannten Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Aber ganz ehrlich gesagt, für so dumm halten wir die Münchnerinnen und Münchner dann doch wieder nicht. Nehmt die Bevölkerung einfach mal in die Mangel. Ich muss jetzt da ein bisschen coachen insgesamt. Den Mangel an Plätzen in euren Zelten zum Beispiel, den müsst ihr stärker rausstellen. Was bleibt denn noch von der Wiesn, wenn der Scheich jetzt alle Fahrgeschäfte aufkauft? Eben bloß eure Zelte. Deshalb empfehle ich euch ein methodenübergreifendes systemisches Vorgehen mittels eines neuen Volksbegehrens. Und danach legt ihr die Bedingungen und vor allem die Preise fest, ohne Diskussion und Deckelungsscharmützel. Als Einstieg 20 Euro für die Masse und 50 Euro fürs halbe Wiesenhändel. Ja, natürlich mit einer verbindlichen Platz- und halbstündigen Aufenthaltsgarantie. Sozusagen ein lukratives und zeitgleich kreatives Ausnehmen nicht nur der Händel, sondern vor allem der Gäste und Besucher. Eröffnet euch selbst neue Perspektiven und stärkt den Erlebnischarakter in euren Zelten. Überlegt euch Attraktionen, lasst eurer Fantasie freien Lauf, statt einer dann nicht mehr möglichen Fahrt mit der wilden Maus, weil die dann längstens in Dubai drunten steht. Wie wär's damit? Je nach Finanzlage der weiblichen Gäste und vor allem des Entgegenkommens der Wirte könnten dann eventuell auch gegen geringe Aufpreise von 1000 Euro aufwärts unwiederbringliche, einzigartige Wiesenerlebnisse wie 10 Minuten Beischlafen mit dem Wirt im Wiesenbüro hinzugebucht werden. Also, das ist eine geniale Idee, längstens praktiziert und leider Gottes nur ohne Aufpreis. Und als Stimmungsaufheller und zur Seelenkur für jeden Wiesenwirt empfehle ich die Anschaffung von Bierdrohnen. Diese übermitteln nicht nur sekündlich den Inhalt der aktuell in Betrieb genommenen Krüge im Zelt, sondern tragen effizient zur Gewinnmaximierung bei. Mittels von elektronischen Sensoren an den Bierbänken werden die Gäste durch leichte Stromstöße und direkt und tief ins Hinterteil aufgefordert, halbleere Krüge innerhalb einer Viertelstunde zu leeren und sofort eine neue Masse zu ordern. Bei Zuwiderhandlungen und einer renitenten Nichtbeachtung der mehr als berechtigten Vorgaben wird der Gast durch einen einmaligen Impuls aus dem Zelt befördert. So kann erstmalig auf äußerst effiziente Art und Weise für den nächsten verzehrwilligen Wiesengast Platz geschaffen werden. Bei der Gelegenheit auch noch gleich ein ganz anderer Hinweis. Für alle Wirte, die vermehrt Silikon- und Botox-verseuchte Gäste in ihren Zelten sichten, verwehrt diesen Besucherinnen und Besuchern unter Hinweis auf den neuen Verzehrzwang einfach einmal den Zugang. Wissenschaftlich ist nämlich längstens erwiesen, dass Körper mit umfangreichen Silikonkissen im Brust-, Bauch- und Po-Bereich versehen sind. Da hat die Leber keinen Platz mehr, sich vollzusaugen und sich auszudehnen. Das müsst ihr einfach einmal euch zu Gemüte führen. Ebenso ist die Flüssigkeitsaufnahme durch Botox und Hautstraffungen im Mundbereich oftmals auch sehr eingeschränkt. Auch hier sollte man ein wachsames Auge haben. Zuzlerinnen mit operativ veränderter Schluckmechanik, die nur mehr tröpfchenweise Bier, Wein oder Champagner zu sich nehmen können, sind umsatztechnisch ein absolutes No-Go. Ein Widerspruch der Brauereien gegen die Einführung dieser Maßnahmen ist nicht zu erwarten, wohl aber der Verwaltung. Okay? Drum braucht es jetzt die Initiative zum Volksbegehren Rettet die Wiesenwirte. Bei den Bienen war es doch auch möglich. Gell? Und wenn jetzt ein paar ganz Schlaue da herinnen sagen, die Wirte brauchen das nicht, die Wiesenwirte sollen es zweimal nicht, dann sage ich, bei den Bienen sind auch die Königinnen gestorben und das nicht so knapp. Ihr braucht Unterstützer, auch parteipolitisch. Nicht den Schmiedel hier in München, sondern den Schmied. Denn dieses Bienenvolksbegehren wäre doch abgesoffen wie eine Wespen in der abgestandenen Radlermasse. Wenn ich 30 Jahre lang eine Partei hart und unentwegt daran gearbeitet hätte, die Mutter aller Ökoparteien, die stetig immer noch mehr ergrünende CSU mit ihrem Oberchamäleon Söder, der notfalls jede weibliche Blüte in Bayerns persönlich bestäubt. Der Söder kommt euch jetzt in Kürze zum Anzapfen, er kreuzt euch doch den einmal, ne? Nehmt ihn gemeinsam mit den Schwitzkasten, ne? Und der Schottenheim Christian setzt sich drauf, bis er willig ist. Ne?
Laut chinesischem Kalender ist 2019 ja das Jahr des Schweins. Das ist ein Zeichen, das ist euer Jahr. Rettet die Spezies des Wüstenwirtes. Macht es erlebbar. Eure Nachwuchsprobleme, auch Dieter Reiter wird euch verstehen. Der ist ja selbst betroffener Masochist. Sein täglich gelebter Fachkräftemangel im Stadtrat ist allgegenwärtig. Statt einem regelmäßigen Besuch bei einer Domina hat er seinen Sitzungssaal. Ja? Fachpersonal und Wirtetalente wachsen nicht draußen im Biergarten auf dem Bahndrom. Nein, da liegt der Hund begraben. Mit dem Nachwuchs ist das heute so eine Sache, so ein Problem. Wir wissen doch auch nicht, was sich seinerzeit die Söders gedacht haben, wie sie ihren Markus zeugten. Vielleicht wollten sie, dass er Wirt wird. Später vielleicht sogar mal beim Inselkammer oder beim Schottenhammel einheiratet und Wiesenwirt wird. Doch der eigenwillige Markus hat sich gedacht, er ist viel zu gut für die freie Wirtschaft und rennt darüber in die Politik, hängt sich als Halbwüchsiger ein Straußposter übers Bett und behauptet, bayerischer Ministerpräsident werden zu müssen. Absolviert dann ein dreimonatiges Volontariat beim BR und malträtiert anschließend das bayerische Volk mit seinen Regentschaftsansprüchen, Mondfahrten, Kreuzerlassen und Baumumarmungen. Da wird dann der Fachkräftemangel so richtig sicht- und erlebbar. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der einen guten Wiesenwirt abgeben wird, im Gegenteil. Aber der Mangel ist allgegenwärtig, ganz besonders in der Politik. Der neue Verkehrsminister Reichert ist so ein gutes Beispiel dafür. Oder der Tilman Kuban, den werde ich jetzt nicht sagen, das ist der neue Vorsitzende der JU Deutschland, gezeugt im Reagenzglasl der JU und gezeugt von der Erika Steinbach. Gruseliger geht's nicht mehr, ja, wirklich. Aber es gilt auch für andere Parteien. Ich sage da nur Katja Schulze, die grüne Grinsekatze. Die hat sich auch nie aus ihrem Stadium der Schülersprecherin weiterentwickelt. Wenn ich mich da heute so umschaue, Herrinner, ich weiß nicht, wo sind die Typen, die Charaktere, die voller Empathie, so wie der Toni Röderer, die so eine unverrückbare Verlässlichkeit ausstrahlen, so wie früher der Strauß, da hast du auch gewusst, das ist ein Hund, das ist ein Matz. So wie die Müller-Lise von der Metzgerei Emslander, bei der hast du auch immer gewusst, wenn die ihren grün-braun, gold-violett schimmernden, warmen Leberkäse runterschneidet, dass der schon seit 14 Tagen unter der Wärmelampe drinnen liegt und seine Haltbarkeit längst überschritten hat und deshalb jetzt in Händelmeier Senf ertränkt werden muss. Genauso wie den Umstand, dass du nach dem Verzehr einer selbigen garantiert nicht mehr 3 Tage von der Schüssel runterkommst. Aber sie hat ja den Leberkäse mit so viel Schmelz, mit einem dermaßen vertrauensvollen Lächeln und erlebbarer Liebe verabreicht. Da hast du gar nicht anders können, als dich dafür zu bedanken. Und das hat der Strauß seinerzeit auch so gemacht. Da hast du einfach gewusst, was kommt, was dich erwartet, auf was du dich einstellen musst. Einfach mal den Hygienemangel aushalten, so wie der Toni Reuterer seinerzeit. Aber ich sage euch, liebe Brüder und Schwestern im Wiesenbier, wenn der Söder jetzt Wiesen-Metzgereifachverkäufer heraus und bei der Evi Brandl wäre, von dem würde ich keinen warmen Leberkäse kaufen. Selbst wenn er mit grün-braun, gold-violetten Strasssteiner besetzt wäre. Und wenn sich manche über mangelnde Qualitäten und Fähigkeiten von Mandatsträgern beschweren, beruhige ich sie immer, weil wenn die Sonne niedrig steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten. Oder wie es ein regionaler Politdarsteller im Bayerischen Landtag erst kürzlich gesagt hat, wie kann ich wissen, was ich denke, wenn ich noch nicht gehört habe, was ich sage. Ja, es ist doch schön, in Mittelmäßigkeit Spitze zu sein. Aber das Schlimme ist, man kommt ja nicht als Wirt und schon gleich zweimal nicht als Politiker auf die Weite. Es gibt ja da keine Prüfung mehr dafür, nicht einmal in der Hans-Seidel-Stiftung. Aber wie heißt es schon im Matthäus-Evangelium? Matthäus-Evangelium, ja, viele fühlen sich berufen, nur wenige sind auserwählt. Natürlich gibt es Naturtalente, aber die sind rar, sehr rar. So rar wie die Wiesenwirte, die Königinnen und Könige im Wirtevolk, die auch in diesem Jahr wieder einen extra kreierten städtischen Wiesenkrug ihr Bier füllen dürfen. Wiesenbier, das mitunter eine herrlich abführende Wirkung hat. Ich kenne da so einige, die in dieser Zeit statt mit den vom Arzt verordneten Medikamenten sehr erfolgreich durch Wiesenbier die angeborenen Darmprobleme lösen. In diesem Jahr mit diesem Krug und einer Grafik von Miriam Mössmer. Ja, das ist ein wunderschöner Krug, schön, gell?
Meine Mama darf jetzt bestimmt so mei schon wieder einen Staub finden. Die Miriam Mössmer sitzt die Münchner Wiesen wie ein Charivari, zusammengefügt mit Motiven zum Suchen und Entdecken. Ein Krug nicht nur mit einem Wimmelbild, sondern interessanterweise auch in den völkischen Farben Blau und Rot gestaltet. Wahrscheinlich schon in Vorahnung, wie stimmenmäßig die nächsten Landtagswahlen in den benachbarten Bundesländern ausgehen. Und die Gäste aus Brandenburg und vor allem Sachsen passen farblich zu empfangen. Ein echter Volkskrieg also. Ne? Mit wunderschönen Wiesensymbolen, unter anderem mit einem Hirschen, mit einem Dackel. Einzig der Haken, der Pfeil nach oben fällt. Okay? Aber das ist ja wurscht, denn spätestens nach der vierten Mass kannst du die Farben sowieso nicht mehr identifizieren. In diesem Sinne wünsche ich euch allen hier auf der Wiesn 2019 glückselige Momente, angefüllt mit Umsatz, Weisheit und Gelassenheit. Und euch, liebe Wiesenwirtinnen und Wiesenwirte, traumhafte Begegnungen mit charismatischen Menschen in politischer Verantwortung, die Glück verbreiten, Glückseligkeiten auslösen, einlullen, einseifen, in Glückszustände versetzen und damit ihr das alles aushalten könnt, Trinkzeit auf Kosten und zu Lasten der anwesenden Vertreter der Stadt und der Politikerinnen und der Politiker eine Masse mehr. Eure Wiesenfeinstaublungen werden es dringend